Erinnerst du dich noch an die Schulzeit? Klausur stand an, es gab ganz viel auswendig zu lernen. Und ich weiß nicht, ob du zu diesen Menschen zähltest. Ich zähle mich zu diesen Menschen dazu. Wie gerne hätte ich einen Spickzettel gehabt. Ein Spickzettel, wo ich mir einfach all die Dinge angucken kann, die ich natürlich zu Hause gelernt habe und die ich mir einfach nochmal in kurzen Notizen, in kurzen Stichwörtern aufgeschrieben habe. Wie gerne hätte ich diesen Zettel gehabt. Das Schöne ist, im Bewerbungsprozess und insbesondere im Vorstellungsgespräch, ist es gar nicht verboten zu spicken. Und ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, wenn du diesem Podcast, wenn du diesem Account folgst, dann hast du bestimmt super oft schon mitbekommen, Elevator Pitch, lerne deine Erfolgsgeschichten, typische Fragen von Personal und wie du darauf antwortest. Aber hast du jemals mal darüber nachgedacht, dass du diese Dinge mit ins Vorstellungsgespräch bringen kannst? Dass du im Prinzip, ja, also deine Stärken, Schwächen, deine Geschichten, dein Elevator Pitch, deine Tipps, dass du die alle mit ins Vorstellungsgespräch bringen kannst, kannst du. Und musst du dir auch überhaupt gar keine Sorgen darüber machen, dass das irgendwie fälschlicherweise rüberkommt. Weil, dass du dir Notizen machst, dass du dich vorbereitest auf das Vorstellungsgespräch, ist doch ein total positives Zeichen. Und wenn du dann in deinen Unterlagen auch noch drinstehen hast, wie du dich am besten verkaufst, mit welchen Argumenten du am besten deinen Gegenüber überzeugst, dann ist alles in Ordnung. Also, falls du noch in dem Denken oder in dem Glauben bist, dass Spicken verboten ist, ja, in der Schule ist es verboten. Oder sagen wir mal so, wenn du dich nicht erwischen lässt, ist es okay. Im Job, im Bewerbungsprozess, im Vorstellungsgespräch ist es das Beste, was du tun kannst. Weil wie sollst du dich an diese ganzen Geschichten erinnern? Wie sollst du wissen, okay, was hatte ich jetzt nochmal ausgearbeitet? Was war jetzt nochmal so mein absolutes Plusargument, wenn die mich fragen, warum sind sie der Richtige für uns? Drei-Spalten-Modell. Übrigens kommt es in der Podcast-Folge Anschreiben vermeiden vor. Das sind all diese Dinge, die du alle mitnehmen kannst, um von dir zu überzeugen. Also, wann fängst du an zu spicken im Vorstellungsgespräch? Ich wünsche dir einen großartigen Tag und ich freue mich auf deinen Input zu diesem Video. Mach's gut.